Mein Bühnengast ist, sie ist Sprach-, Rassismus- und Migrationsforscherin, sie ist Rapperin, sie ist Schauspielerin, sie ist Moderatorin, sie ist Designerin und sie ist gerne auch mal als laufender Mittelfinger bekannt. Außerdem ist sie Buchautorin für die Kiwi Musikbibliothek, bei der Chili Gonzalez zum Beispiel über Enya geschrieben hat oder T.S. Ullmann über die Toten Hosen, hat sie ein autobiografisches Buch über Madonna geschrieben und davon liest sie heute vor und wir unterhalten uns ein bisschen darüber. Herzlich willkommen, mein Dr. Rayhan Shahin für euch, Lady Bitch Ray. Hallo. Soll ich mich mal hier hinsetzen? Hier so? Ja, super. Ich setze mich hier hin, ist so gut. Hi. Hallöchen. So, schön, dass du da bist, schön, dass du in Stuttgart bist. Hast du denn die Konferenz so ein bisschen schon beobachten können, ein bisschen was mitbekommen können? Ja, also ich habe gegessen, das Wichtigste. Es hat gut geschmeckt, ja. Okay, sitzt du bequem oder willst du so mehr tauschen? Das nee, das so. Ist voll bequem. Oder wolltest du hier sitzen? Nee. Ich dachte, ich lege mich hier so gleich. Okay, du hast dein Buch mitgebracht, oder wir haben es alle mitgebracht. Und es ist auch draußen übrigens zum Verkauf ausgelegt und du wirst auch nachher ein paar Bücher signieren, aber vorher unterhalten wir uns ein bisschen. Genau, und ich habe auch nicht ganz so viel Zeit zum Signieren, weil ich ja heute wieder zurück muss in das schöne Hamburg. Ja. Deswegen starten wir gleich los. Genau. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du über Madonna oder dass du gefragt wurdest zu schreiben und wie kam es dann dazu, dass du dir Madonna überlegt hast? Also ich wurde angefragt von Kiwi, weil die halt diese Reihe machen und das Witzige war, die haben mich angefragt. Also, ne, E-Mail kam und so und dann hat mir das meine Pressefrau gesagt und ich hatte sofort Madonna im Kopf. Okay, die und haben nur gesagt, willst du ja, genau, das ist so eine Reihe und jeder Autorin schreibt über eine Musikerin, zu denen er irgendwie einen Bezug hat oder sie. Und dann habe ich sofort an Madonna gedacht und dann habe ich halt mit dem Typen, mit dem Lektor telefoniert und habe ihm dann gesagt, ja, also wenn ich das mache, dann über Madonna, also. Krass. Ich so, warum? Also das haben wir uns auch alle gewünscht. Ach komm, echt? Wir haben alle gedacht, Lady Bitch Ray sollte über Madonna schreiben. So, genau. Und der Grund, warum Madonna, ich bin so mit Madonna aufgewachsen, wir kennen uns, nein, mit Madonnas Musik aufgewachsen und sie hat mich tatsächlich wirklich schon als Kind inspiriert und ja, beeindruckt. Und genau, ich kam sozusagen über Madonna zum Rap. Okay, wie? Wie? Ja, also ich habe ja, also Madonna habe ich geliebt, weil halt so, ja, ihre Songs halt so sexualisiert waren und weil sie halt so sich getraut hat, über ihre Sexualität sozusagen als Frau in der Popkultur oder in der Popmusik zu inszenieren. Und es hat mich total getriggert, weil ich halt auch schon immer sozusagen Bezug zum Sexuellen hatte. Und dann habe ich aber gemerkt so, okay, Madonna. Also als ich dann irgendwann so Lil Kim zum Beispiel gehört habe, so die schwarzen Rapperinnen aus den USA und die sind ja so richtig explizit, da habe ich gedacht so, Alter, das was Madonna Bild mit, also mit Bildern inszeniert, sagen die anderen Frauen direkt, das war so noch geiler. So und dann bin ich sozusagen über Madonna zum Rap gekommen. So, aber Madonna war sozusagen schon, also da war ich wirklich jung, als ich die gehört habe oder die halt gut gefunden habe. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein. Du hast uns verschiedene Textstellen mitgebracht und genau, fang doch mit der ersten gerne an. Mhm. Mit 11 Jahren, also das Kapitel heißt Lesbische Schlampe. Mit 11 Jahren machte ich mit zwei älteren, etwas älteren Freundinnen und meinem ersten Taschengeld eine Shoppingtour in der Innenstadt. Wir wollten herumstöbern und was kaufen, je nachdem, was unser Budget hergab. Gleich an der ersten Kleiderstange mit weißen T-Shirts vor New Yorker blieben wir stehen und klapperten die Motive ab. Ich erlebte einen regelrechten Schock, als ich das Madonna-T-Shirt sah. Oh, geil, Madonna, sagte ich mit großen Augen. Eine meiner Mädels warf einen Blick drauf und zog ihre Augenbrauen hoch. Ach, Madonna, ey, voll die lesbische Schlampe. Lesbische Schlampe. Diese zwei Wörter blinken wie eine Neon-Leuchtreklame auf heruntergekommenen Gebäuden in meinem Kopf. Ich will auch eine lesbische Schlampe sein, dachte ich fasziniert. Na und? Deshalb finde ich ja sie so geil, antwortete ich. Mir fiel in dem Moment mein Faschingskostüm aus der 3. Klasse ein. Ich ging als Nutte,
während andere Mädchen sich als Prinzessin oder feine Dame verkleideten. Mehrere weiße Zettel tackerte ich mir auf die violett-pinken Lackperms, auf die ich Nutte, Schlampe, Hure draufschrieb. So à la Riot Girls, obwohl ich diese damals nicht kannte. Walla billa, das war so, das ist kein Witz. Meine Grundschulfreundin, mit der ich heute noch befreundet bin, zieht mich immer noch damit auf, indem sie entsetzt, aber scherzend fragt, was stimmte mit dir als Kind nur nicht? Wie kommt man als Neunjährige darauf, so etwas zu tun? Neunjährige, weil ich bin zuvor auch als Punkerin, Nuttenpunkerin oder sowas gegangen. Und ich bin irgendwie 3 Jahre als Punkerin, Nutte und Nuttenpunkerin gegangen. Und dann aber nicht mehr Punker. Genau. Dann fand ich, freizügiges Schlampentum und Unangepasstheit schienen mich schon als Kind getriggert zu haben. Dann fand ich das Preisschild, 10 D-Mark. Aber ich hatte nur 5 Mark in meiner Hosentasche und die mussten mindestens noch diese und nächste Woche reichen. Kannst du mir was leihen? Fragte ich eine der Mädchen, die mit dabei war und sich gerade an einem Yin und Yang T-Shirt ergötzte. Klar, wenn ich es zurückbekomme, sagte sie ohne jegliche emotionale Regung. Ich kaufte das T-Shirt und fuhr überglücklich nach Hause. Gleich am Tag darauf zog ich es zur Schule an. Ich fand mich so überaus cool darin. In dieser Zeit fing ich an, mich ausgeflippter zu kleiden, viel Schmuck zu tragen, meine Haare zu tupieren und meine Lippen blau anzumalen. Auf türkischen Hochzeiten, die damals für mich und meine Familie regelmäßig Programm waren, stach ich zwischen den in schwarzen H&M-Klamotten gekleideten Frauen und Mädchen total ins Auge. Ich sah aus wie Madonna zu ihren Hochzeiten meets Vivian Westwood plus Prince. Die anderen Mädels hingegen sahen aus wie, na eben unspektakulär. Sie rauchten auf den Damenklos, also rauchte ich nicht. Sie tanzten zur türkischen und kurdischen Halay-Musik oder zu Çiftetelle, das ist eine türkische Tanzart, also tanzte ich Solo-Einheiten zu Hip-Hop und R&B. Sie machten auf Ala Turka, ich machte auf Madonna. Yalla, Baby, yalla, so fing das damals an, here we go. Einige Jahre später kam ich dann auch zu meinen ersten Baggy-Jeans, die ich mit einem Gürtel konsequent unter meiner Boxershort zuschnürte, aber so, dass mein in Calvin Klein gehüllter Po komplett rausguckte. Das führte wohl später dazu, dass er als sexiest Buddy in meinem Gymnasialjank gewählt wurde, obwohl er mit den Ärschen derjenigen Mädchen in Konkurrenz stand, die damals ausschließlich Leggings, kurze enge Röcke und High Heels trugen. Ich mochte sowas nicht, fand's zu tussig. Ich wollte eher sportlich und cool aussehen. Man könnte meinen Look vielleicht mit dem Wort Tomboy beschreiben, was dazu führte, dass mich manche Typen, denen ich einen Korb gab, als Mannsweib bezeichneten. Damals machte mich das wütend. Heute würde ich mich über diesen queeren Begriff freuen. Mein Vater hingegen kommentierte meine breite, herunterhängende Hose mit Allah, Allah, dieses Mädchen wird irgendwann noch von der Schule geschmissen, weil sie ihre Hose nicht vernünftig hochziehen kann. Manchmal lachte er mich einfach nur kopfschüttelnd aus, wenn er sah, wie ich das Haus verließ. Die Krone setzte ich meinem Look dann kurze Zeit später mit einer riesengroßen gelben Badezimmeruhr auf, die ich dazu um meinen Hals trug. You know what time is it? Ich war eben auch Fan von Flavor Flav, von der schwarzen US-Polit-Rap-Crew Public Enemy. Die Blicke meiner Klassenlehrerin in der 5. Klasse werde ich niemals vergessen. Vor einigen Jahren habe ich erfahren, dass sie es damals kaum glauben konnte, heute aber stolz auf mich sei und das, was ich erreicht habe. Na, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Sehr gut, vielen Dank für dieses erste Kapitel. Aber vielleicht kann ich noch mal zurückgehen zum Anfang, also 9 Jahre und also so ein Faschingskostüm, ist. Wie kamst du drauf? Ja, ich weiß nicht, ich hatte das so irgendwie schon in mir, wahrscheinlich vielleicht auch durch Madonna, aber ich hatte immer schon so ein inneres Bedürfnis, also um mich herum, wenn ich halt die Mädels gesehen habe, die sich dann so als, also zu meiner Zeit war so, die sind als feine Dame zum Fasching gegangen, so, und haben dann so ein Kleid getragen und High Heels, und ich mochte das nicht, ich fand schon so die Punks damals gut, ne, deshalb bin ich auch ein Jahr als Punk gegangen. Und das war mir alles so zu gelegt, angepasst, normal. Und ich wollte irgendwie, ja, ich wollte so anders sein, schon sehr früh. Weil ich einfach, da wo ich geboren bin, in Bremen-Gröpeling, das ist halt so eine, ja, Arbeiterinnengegend. Und heute würde man sagen, sozialer Brennpunkt, Ghetto vor Ort.
Ja, da, also da war, Hip-Hop spielte schon eine große Rolle, also diese Street-Kultur spielte schon eine große Rolle. Mein Bruder war Graffiti-Sprayer und ja, ich wurde so irgendwie, hatte ich das schon immer in mir. Und dieses Anecken dann, hast du das, also war dieses Anecken für dich okay oder hast du es auch gesucht oder war es einfach eine Konsequenz aus deinem Weg gehen? Ich habe gar nicht angeeckt, also ich war wie jetzt auch immer ziemlich normal, wie ich mich fand. Aber so andere Menschen um mich herum haben das sozusagen als Anecken oder was ich auch viel gehört habe, so Emanze, du bist doch eine Emanze, da wusste ich nicht mal, was das heißt. So, hä, Emanze, hat das irgendwas mit Männern zu tun? Jein. Genau, also ich habe das eigentlich als ziemlich normal empfunden. Mm-mm. Ich war jetzt nicht, auch so, nicht so, dass ich so einfach rausgegangen bin und Prügel gesucht habe oder so. Ne? Also ich habe schon Leute verklopft, aber da musste schon was passieren. Also es muss einen Grund haben. Okay. Verdienterweise dann verklopft. Ja, genau. Ne, okay. Also so ein, ich war schon fair. So. Und ich habe auch nie so Outsider runtergemacht oder so. Also aber so richtig kloppen, so mit Fäusten? Ja, ja, klar. Dann okay. Richtig so. Ne? Okay. Und das lief gut? Ja. Für dich? Also es lief so lange gut, bis ich irgendwann, da war ich auf dem Gymnasium, 11. Klasse, da wurde ich dann eines Tages vom Schuldirektor herbestellt und er saß dann vor mir und meinte so, Reyhan Şahin, stimmt das? Nee, nicht ganz. Ja, wie heißen Sie denn? Ja, Reyhan Şahin. 11. Jahrgang bei dem und dem Lehrer, stimmt's? Ich so, ja. So, Frau Şahin, Sie haben gestern und in der 9.55 Uhr Pause, in der ersten großen Pause, sind Sie auf die Nachbarschule gegangen und haben da auf der Gesamtschule eine Frau so und so aufs Maul gehauen. Und ich so, das ist nicht wahr, ne? Das ist ein Missverständnis. Und ich so, Sie sagen mir jetzt bestimmt, dass das ein Missverständnis ist. Sie sind nicht vom Gymnasium rübergegangen auf die GSW und haben da jemanden vermöbelt. Ich so, doch. Und warum, wenn ich fragen darf? Und ich so, ich wurde immer kleiner, ne? Weil es war mir schon peinlich. Und dann meinte er so, warum? Und dann meinte ich so, ja, die hat Scheiße gelabert. Ach ja, na klar, die hat Scheiße gelabert, na klar, das ist ja natürlich eine logische Erklärung. Klar, ich hau auch immer jedem aufs Maul, der Scheiße labert. Was meinen Sie, wer hier den ganzen Tag Scheiße labert? Und ich so, war dann schon wirklich so klein. Also merken Sie, ne? Ich so, also das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann habe ich gesagt, sorry, passiert nie wieder. Und danach ist es auch wirklich nie wieder passiert, weil da habe ich so gemerkt, okay, kommt nicht so gut. Aber 11. Klasse kann ja dann auch Konsequenzen, also einfach altersmäßig irgendwann mal möglicherweise. Ja, also das hat er noch so durchgehen lassen. Er meint so, ich will sowas nie wieder hören von Ihnen. Okay. Ist okay. Okay, dann lass uns mal in die Zukunft springen und zur Musik kommen. Zu deinem Anfang der Musik. Wie kamst du zur Musik? Also auch so, ich habe erzählt, mein Bruder war Graffiti-Sprayer und ich kam über die Hip-Hop-Kultur, also nicht nur über Rap, sondern erstmal kam ich zur Hip-Hop-Kultur, zu Graffiti, ja, B-Boying, Breakdance fand ich nice und damals gab es ja Cora E. Und der Name ja heute auch schon gefallen ist. Echt? Ja. Cool. Genau, und ich dachte so, als ich das gesehen habe, so, ey, cool, eine Frau. Also erstmal habe ich habe auch eine Zeit lang Graffiti gemacht, aber das war mir zu leise, diese Kunst. Ich dachte so, ey, und die Graffiti-Sprüher waren echt so, nur Männer sowieso, und die waren richtig assig, die haben sich wegen Sprühdosen und so gekloppt. Ich habe wenigstens mit Grund gekloppt, ja, also die ohne Grund. Und dann habe ich so Cora E. gesehen und dachte so, oh geil, das machen ja Frauen auch. So, ich will das auch machen. So, und dann habe ich so die ersten Schulwörterbuch-Raps geschrieben, auf Französisch allerdings. Wieso Französisch? Weil es damals, der Deutschrap, also jetzt ja auch nicht so der geilste, das geilste Genre, aber damals gab es wirklich so voll die langweiligen Leute, so Tobi und das Bo. Und es waren so kleine weiße Jungs, die sich so Stories erzählt haben, so richtig langweilig, so richtig up
hören. Ich so, was ist das? Und dann so, Amiland habe ich so die ganzen schwarzen Rapper, so Busta Rhymes, EPMD, Ice-T, weißt du, so richtig aufregende KünstlerInnen. Und dann sehe ich so diese kleinen weißen Jungs so, die so, oh, achso, und dann, ich habe auch französischen Rap gehört. Also so MC Solar, Sunny MC, ja. Menelik, IAM und so kam ja später. Da gab es ja auch so tolle Compilations damals. Ja, ja, ich so, what, Alter, geil. Und es gab in Bremen auch so eine andere Gruppe, das erzähle ich auch an anderen Stellen, ich weiß nicht, ob ich das gleich heute lese. Es gab so eine Gruppe, Two Faces, das waren auch so zwei Kanakenkinder, also zwei Männer, die haben gerappt. Das waren sogar Zwillinge. Und ich war irgendwann bei denen zu Hause und der eine war so, lag bauchlängs auf dem Boden und hat was geschrieben. Und dann meinte ich so, was machst du da? Und neben ihm waren voll die Wörterbücher und so. Und Englisch, auf Englisch haben die gerappt. Und er so, ich schreibe Raps. Ich so, echt? Einfach so? Ich dachte, die Rapper, die schwarzen Rapper gehen doch in Amerika einfach in die Kabine und rappen das ein. Also einfach so wie so. Jay-Z, genau. Ja, klar. Mhm. Er so, hä? Ja, das sind Freestyler, ich kann das nicht. Ich muss das immer aufschreiben. Und dann bin ich so drauf gekommen, ja, ich schreibe das jetzt auch mal auf. So, und, aber was hast du dann auf Französisch ausgedrückt? Oder? Also... Oder konntest du dich so ausdrücken, dass du dich ausdrücken konntest? Also, ich hatte ja in der Schule Französisch und ich hatte ein Slang-Wörterbuch, also ich hatte ein Französisch-Wörterbuch und ein Slang-Wörterbuch. So, und ich hatte die französischen Rapper, die CDs damals, ne? Oder auch Platten. Und dann habe ich das irgendwie also das war auch teilweise falsches Französisch, weil ich habe das so einer Bekannten gezeigt, die Französin ist. Was weiß ich, Ding Dong, C'est ma région, Gröpeling, 21, du ne parlons, so voll der Scheiß. Oder auch so über aber meine Menstruation und so. Ja, ja, also auch. Feeling und so, Rhythmus und Blut hatte ich schon. Und sie meinte so, Entschuldigung, es ist total falsch, aber, aber es ist Kunst. Du kannst es machen. Und ich so, okay. Und da habe ich dieses falsche Französisch. Aber das Ding war, die Leute haben ja eh nicht zugehört, weil die dachten nur so, oh geil, Französisch, oh, das hört sich so toll an. Menstruation. Ne? Genau, und ich habe ja damals schon über Sex gerappt. Ne? Ja, so war es. Hm. Was war die zweite Ding? Die zweite Stelle ist Who's That Girl, Seite 58, wenn wir bitte Seite 58 aufschlagen im Textbuch. Genau, Who's That Girl. Haben wir andere Seitenzahlen? Nee. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich, also das ist ein Ausschnitt aus dem Kapitel, ne? Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich freute, als Madonna in diesem Video ihre dicken Augenbrauen präsentierte. Zumindest fielen sie mir in diesem Video besonders auf, unter ihrem wasserstoffblonden Schopf und bei der Comic-Madonna. Ich glaube, die Rede ist von Who's That Girl, ne? Genau, von dem Song. Meine Wenigkeit verfügte über ebenso buschige Brauen. Ich hatte Babas Theo-Weigel-Balken geerbt, bis ich mit 13 meine Mutter dazu überreden konnte, mir zu erlauben, einen Highway zwischen meine Augen und über der Nasenwurzel zu zupfen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sprechen hier nicht über den Frida Kahlo-Style, den kannte man damals noch nicht. Wir sprechen über Damenbart plus wildgewachsene Brauen à la Bert von der Sesamstraße und das als 13-Jährige. Die Kombination mit meiner ausgeprägten Beinbehaarung bescherte mir bei einem Schulkameraden den Spitznamen Werwolf, was mich damals ziemlich verletzte. Aber dafür ist er eben auch heute noch ein Arschloch und ich nicht, meistens zumindest. Ich liebte die Bilder aus Who's That Girl, weil sie mir zeigten, wer ich bin und dass ich nicht 0815 schön sein muss und weil sie mir Mut gaben, zu meinen Augenbrauen zu stehen und sie nicht zu zwei dünnen, charakterlosen Strichen wegzurationalisieren, was ich jetzt später gemacht habe, wahrscheinlich. Nein, ich meinte diese ganz dünnen Striche. Also in den 90ern? Ja, genau. Also, ja. Vielleicht hat das auch etwas mit Madonnas Wandlungsfähigkeit zu tun, aber bestimmt auch mit dem Druck, als von unten kommende Kanaken immer mehr als andere leisten zu müssen. Ich habe inzwischen jedenfalls auch eine Doppel- oder besser gesagt Mehrfach-Identität. Als Wissenschaftlerin, Rapperin nun ja, aber eben auch als Buchautorin, Designerin und irgendwo auch als Journalistin. Dabei wusste ich ja, dass ich das Doppelte und Dreifache leisten musste als Frau, als Kanakin und als Lady Betray. Diese ständige sich beweisen müssen kotzte mich schon immer an. Ich bin schließlich aus der Not heraus zu dieser Mehrfachidentität gekommen und nicht zum Spaß. Natürlich hat das auch viel mit dem Stellenwert von Hip-Hop oder Rap zu tun. Wäre ich eine Jazz- oder Chansonsängerin und würde Katzenromane schreiben, würde es keine Sau interessieren oder sie würden mir die Eier lutschen.
Wäre ich Umberto Eco oder Noam Chomsky, da hätte ich es wahrscheinlich besser. Aber ich mache nun mal Rap. Und dem hängt eben stets das Image der Unterschichten und Kanackenmusik an. Und so bin ich im Wissenschaftsbetrieb stigmatisiert. Als die Rapperin und im Rap, na weiß ich auch nicht, bin ich wohl eh die zu verkopfte, anstrengende Emanze, die keine Musik mehr rausbringt und stattdessen mit Feminismus nervt. Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Ich hatte nie das so geplant. Und die Vorstellung von einer fucking Berufung, die man abends an der Garderobe aufhängen kann, ist schon sehr gut. Ich hatte das Glück nicht. Und so ist es vielleicht kein Wunder, dass ich irgendwann zusammenbrach. Und jetzt mache ich eben mein Ding draus. Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ich muss nochmal so ein bisschen zurückgehen. An einer anderen Stelle im Buch schreibst du von also The Power of Reclaiming. Und das ist ein, ich sage es jetzt wahrscheinlich falsch, ein falschen Geusenwort. Also Geusenwörter, ja. Geusenwörter, genau. So genau. Und wenn ich mich durch dein Buch lese, und ich lese ganz viel von Bitch, und ich lese auch, also... Na, also wie du jetzt, ich kann, also nur das Kanackenwort in deinem Text jetzt, ich kann das gar nicht sagen. Und darfst du auch nicht sagen. Ja, eben, ja, aber ich muss dir ja jetzt auf die Sprünge helfen, damit du weißt, von was ich spreche. Ja. Kannst du mir und uns zu deiner Nutzung dieses Wortes mehr sagen? Also, ja, das Wort Kanacke, nicht zu vergleichen mit dem N-Wort übrigens, war ursprünglich sozusagen in den 80er, 90er Jahren ein Schimpfwort, was sozusagen von Rechten, von Nazis für Menschen mit Türkei-Hintergrund benutzt worden ist. Und ich habe das als Kind auch mitbekommen, ein paar Mal, wie meine Eltern so genannt worden sind. Und dann gab es ja so in den 90ern die Kanak-Attack-Bewegung. Das waren so Kinder von sogenannten Gastarbeitern, innen, gendern, Gastarbeiter, naja, ist auch ein, übrigens wurde auch reclaimed, ne? Also wurde auch positiv umgedeutet, haben das für sich selbst benutzt als empowerndes, reclaimedes Wort sozusagen. Und so benutze ich das sozusagen für Nachkommen, also vor allem die Kinder von sogenannten GastarbeiterInnen, so zweite Generation, zu dem ich angehöre. Genau. Und aber wenn du dieses Wort dann nutzt, was für eine Reaktion nimmst also du dann wahr? Oh, unterschiedlich. Also in meinen Kreisen ist das ja normal. Also benutzen das halt auch andere Kanaken für sich. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das ständig benutze. Und ja, an der Uni, also wenn ich es mal erkläre, benutze ich es. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht als Kanaken da vor dem Prof hinstellen, weil nachher kommt er auf die Idee, mich so zu bezeichnen oder sowas. Jetzt hast du hier in dem Abschnitt auch kurz über deine wissenschaftliche Arbeit berichtet. Was kannst du uns denn dazu sagen? Was willst du denn hören? Na, alles. Ja, eigentlich bin ich wirklich aus Verzweiflung in die Wissenschaft geraten, weil ich bin ja 2007 sozusagen berühmt geworden als Lady Betray und eigentlich war so mein größter Traum, Rapperin, also Rapstar zu werden. Ich wollte schon als Kind, als wäre ich darauf programmiert, weil dieses anders sein wollen führte irgendwann dazu in der Pubertät, dass ich ein Star, also Rap machen wollte und damit ein Star werden wollte. Also wirklich mit dieser Ambition auch. Und dann, als ich es geworden bin, war ich zwar mega happy, aber da habe ich schon so viel Struggles und Anstrengungen hinter mir gehabt, dass ich dann meine erste Depression bekommen habe, sozusagen. Richtig unfair. Genau, und dann, als ich wieder sozusagen weitermachen wollte, 2 Jahre später, ging das nicht mehr. Das war so, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so, die Zeit ist weitergegangen und ich habe da so, ja, zu lange war ich draußen und es ging nicht mehr. Und mittlerweile, genau, und dann hatte ich halt, ich wurde ja damals noch so, habe ich meinen Job verloren als Journalistin, als Radiomoderatorin, weil ich diese Musik gemacht habe, wurde abgemahnt, also wirklich hinterrücks, rausgeschmissen und dann habe ich halt geguckt, weil ich hatte ja schon meine Doktorarbeit angefangen und ich erinnere mich noch, da habe ich nicht zum Jobcenter und ich hatte so eine Akademikerberaterin. Als Akademiker hat man ja eine andere Beraterin als das Normalvolk, haha. Und sie meinte so zu mir, als ich dann meinen Job verloren habe, ja Frau Schein, konnten Sie nicht einfach Ihren Mund halten? Ich so, hä? Was für ein Mund? Ich so, und wenn ich hier meinen Mund halte, ich war ja schon berühmt geworden, also so what. Genau, und ich habe halt irgendwann gemerkt, ich hätte ja nichts anderes bekommen. Was sollte ich denn tun? Weil ich habe mir, ich weiß auch, ich habe so ein paar Bewerbungen geschrieben bei anderen so Radiosendern und so, das habe ich eh nicht bekommen. So.
Und genau, und dann dachte ich so, Alter, was kannst du denn jetzt machen? Und da blieb nur die Promotion. So, und dann bin ich sozusagen, ja wirklich, ich habe aus Not promoviert. Ja, wisst ihr, wie schlimm das ist? Ja, und dann so, und dann, ne, man denkt so, ich wusste schon, dass das hart wird. Und dann so fing so 3 Jahre jeden Tag 9 bis 24 Uhr, und ich übertreibe nicht, oder 22 Uhr und das letzte Jahr dann bis 24 Uhr in der Bibliothek gewohnt. Also die Bremer Uni-Bibliothek, die kennen mich jetzt noch, wenn ich da vorbeikomme. Ah, hallo, wie geht's Ihnen denn? Weil ich habe da wirklich gewohnt. Und machst du denn heute noch Musik? Oder? Also ich habe jetzt eigentlich so die letzten 13... Das klingt so uninformiert. Wieso machst du heute noch Musik, als ob ich mich jetzt nicht eingelesen hätte? Nee, aber das es stimmt ja. Ich habe ganz lange keine Musik gemacht. Also ich habe vor 3 Jahren 2 Songs rausgebracht. Und jetzt aktuell ist das so, ich habe jetzt... die letzten 2 Jahre wieder ein paar Songs gemacht. Das ist ziemlich schwierig für mich, bei diesen neuen, also ist ja sowieso männlich dominiert, ja, wissen wir alle, cis-männlich dominierte Szene. Und jetzt mag man sagen, ja, wieso, da sind doch auch andere Frauen und ne, Women of Color, die jetzt Erfolg haben. Aber es ist so eine patriarchalische, toxische Szene, dass die Frauen, die Erfolg haben, also man muss als Frau immer zu einer Gang gehören, und von diesem Produzenten und von dieser Gang, also wirklich, man muss zu so einer Zunft gehören, zu so einem Cis-Schwanz-Zunft, sonst kann man aber das gar nicht machen. Aber so, ja, ist es heute noch so? Ja, es ist heute fucking, motherfucking heute ist es so. Es ist jetzt aber gerade so. Aber es war so. Doch dann damals, als du angefangen hast. Ja, jetzt ist es noch schlimmer. Und bei mir kommt wahrscheinlich noch hinzu so, ich weiß gar nicht, also ich hatte immer das Gefühl so, ich hatte schon so, ich war ja, als Rapperin war ich schon anerkannt, so. Also ich hatte Credibility. Also mein Style war schon crazy, also ich habe Image-Rap gemacht, aber die wussten, okay, die kann rappen so und wir akzeptieren sie. Aber jetzt ist das so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin so eine zu alte, irgendwie voll, also völlig aus der Zeit gefallen. Ne? Ich weiß gar nicht, also weil Fakt ist, wenn ich Leute frage, ob die mich produzieren wollen und es gibt von den guten Produzenten da draußen, das sind natürlich alles Männer und da ist eine Frau und wir hassen uns gegenseitig, so wie das ist, ne? Wenn Frauen das Patriarchat verinnerlichen und das sind ja nicht irgendwelche Männer, das sind bestimmte Machos, das sind ja nicht irgendwelche Männer. Also die haben mir alle abgesagt, die großen Produzenten. Ich so, ey, hier, guck mal, ich habe das geschrieben, guck mal, das ist mein Konzept und so. Jetzt hatte ich zuletzt so wirklich mit der größten Plattenfirma, ich habe den größten Boss kennengelernt, der alle Rapper zu Stars gemacht hat. Und er hat mich voll gut mit dem verstanden. Ich habe ihn in so einer anderen Sache beraten. Ich hatte voll das Gefühl, der respektiert das, der zumindest, er ist zwar auch ein Macho, aber zumindest begriffen, worum es bei mir geht. So, und der antwortet seit 4 Wochen nicht mehr. Also wirklich, das ist so... Das ist Generation, the new generation of Deutschrap. New and old generation. Ja, irgendwie. Ja, genau, aber jetzt gibt es ja sozusagen die Trap, sogenannte Trap-Subgenre. Da sind einerseits jüngere Männer, also überwiegend Männer, die sind anders als die Rapper vor 20 Jahren, weil vor 20 Jahren, das sind ja so wirklich, die wissen ja nicht mal, was Feminismus ist. So. Mhm. Die Neuen wissen das, die wissen auch, was Rassismus ist. Also mit denen kann man auch reden, aber weiß ich nicht, ob die falschen Drogen nehmen, die trinken alle Hustensaft. Also es ist so, ich habe so teilweise überhaupt keinen Bezug zu denen. Aber ich finde halt Trap geil, so als Stil. Aber was ich sagen will, ist halt immer noch schwierig für mich, Musik, also Rap-Musik machen zu können. Und es hört sich bescheuert an, weil man ist ja komplett, als Rapperin ist man ja komplett von diesen Männern abhängig. Sei es Produzenten, sei es Vertrieb, sei es Manager, sei es... sonst was. Aber also jetzt mal als Nicht-Rapperin, kannst du dir nicht ein Umfeld aufbauen, was nicht aus Cis-Männern besteht, sondern aus dir förderlichen Frauen, wo ihr dann gemeinsam als Netzwerk an dir und an euch arbeitet? Ja, es gibt nicht so viele Frauen. Also es gibt nicht so viele Frauen, dann gibt es halt, na, es ist so schwierig, weil, also bei den Frauen, die so, also wo auch Inhalte ins Spiel kommen, dann habe ich das Gefühl, so leidet die Musik dann darunter, weil die halt einfach nicht die Möglichkeiten haben. Also das ist nicht wie in Amerika. In Amerika ist Queer Rap of Color voll entwickelt. Ja? Und da kann man auch, da sitzen dann Princess Nokia und diskutiert mit so einem Cis-Rapper über Feminismus zum Beispiel. Ne?
aber so weit sind wir noch lange nicht. Brauchen wir noch so ein bisschen. Aber nach außen wird das natürlich so verkauft, ne? Deutschrap, wieso, wir haben jetzt auch Frauen. Weil das Ding ist, diese Rapper und diese Produzenten und diese Vertriebler und Manager, die haben ja begriffen, dass Feminismus und emanzipatorische Texte in sind. Mhm. Die können das ja nachbauen. Mhm. Und so klonen sie sich ihre Feministin. Mhm. So. Das ist echt dirty in der Szene. Weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich sollte ein paar verkloppen. Vielleicht nützt das. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit noch mal was lesen. Was meinst du? Ja, was also, haben wir denn willst da? Du, willst du erst mal, ich wollte einen Schluck trinken. Genau, also die nächste Stelle wäre Rebel Heart. Rebel 90, Heart. Ne? Genau, wir schlagen Seite 90 auf. Wie sind wir in der Zeit? Ja, 20 Minuten haben wir noch. Oh, wir sind gut. Können wir noch die andere Stelle, wa? Ja. Natürlich macht es einen großen Unterschied, ob etablierte Popmusikerinnen wie Madonna auf eine softe, eher andeutende Weise über sexuelle Themen sprechen oder eine marginalisierte Rapperin of Color, die muslimisch sozialisiert ist beispielsweise. Auch Konformität spielt eine große Rolle. Angepasste KünstlerInnen haben es immer leichter als unangepasste Underdogs. Wie hätte es sich eigentlich entwickelt, wenn Madonna mit 18 nach Deutschland gekommen wäre, statt nach New York City? Wahrscheinlich wäre sie aufgrund ihrer italienischen Vorfahren als Spaghettifresserin beleidigt worden, wie einst die GastarbeiterInnen aus Italien und ihre Kinder und Kindeskinder. Verrückter Gedanke, aber so ist es doch in Deutschland. Man wird immer auf seine Herkunft reduziert. Ob Italienerin ja noch obwohl ItalienerInnen ja noch zu der erste Klasse MigrantInnen gehören, verglichen mit uns KanakInnen. Genauso wie Menschen aus Spanien oder Portugal, die werden von Deutschen mit Migrationsdefizit geradezu geliebt. Auch sollte man dazu sagen, dass Madonna in den USA als Weiße gelesen wird, wie auch wir Kanaken dort als Weiße gelesen werden. Hier in Deutschland werden wir, egal wie erfolgreich wir sind oder nicht, immer anhand unseres Migrationsbackgrounds definiert. Kanake bleibt Kanake, egal ob mit Doktortitel oder auf Hartz IV. Das soll jetzt nicht heißen, dass nicht beides zusammen auf ein und dieselbe Person zutreffen kann. Und ja klar spielt das Geschlecht eine wichtige Rolle dabei, wer berühmt wird und wer nicht. Täglich werden wir aus dem Radio mit zig sexistischen Tracks von US-amerikanischen Rappern begossen. Werden diese etwa auf irgendeine Weise kritisiert? Oder von den sonst so ach so peniblen öffentlichen Radiosendern aufgrund sexistischer Textstellen nicht gespielt? Eher nicht, bis selten. Als ich gegenüber meiner Chefin, die mich wegen meiner pornografischen Texte beim Radio rauswarf, mit dem Song Candy Shop von 50 Cent argumentierte, der damals bei ihnen im Sender täglich hoch und runter gespielt wurde, entgegnete sie mir mit einem selbstverständlichen: Aber das ist doch Englisch. Eben, Englisch, dass es in Deutschland anscheinend keiner zu verstehen scheint, wenn es um Sexismus geht. Und dass Cis-Männer, insbesondere Weiße, im Leben nicht kritisiert oder zensiert werden, wenn sie eher latent sexistische Songs schreiben, die scheint wirklich eine der Grundregeln des Hip-Hop und der Popmusik zu sein. Die nervigsten Bemerkungen, die gegenüber Frauen im Rap gemacht werden, sind erstens, dass Rap ja eine männlich dominierte Szene ist und zweitens, dass es nur wenige Frauen gibt, die Rap machen. Früher drückte man das gerne mit der kann man ja an einer Hand abzählen Metaphorik aus. Und da hört die kritische Analyse dann auch schon auf. Aber zurück zum Thema. Es macht also einen großen Unterschied, ob eine Frau oder ein Mann über Sex spricht und in welcher Härte über Sex gesprochen wird. Plus die Privilegien, die prominenten Popstars bei ihren freien Sex-Talks, sei ja auch sexistischer Natur, zugestanden werden. Daneben wird man als nicht privilegierte Frau mit arabischem, türkischem, kurdischem oder muslimischem Background oder als schwarze Frau in Deutschland mit Fremdzuschreibungen konfrontiert oder mit anderen rassistischen Zuweisungen. Female Sex Speech oder Female Sex Talk gehen nämlich oft mit Fremdzuschreibung oder Zensur einher. Die Person wird zensiert, stigmatisiert, ausgegrenzt. Dies kann bei expliziteren Formen sogar zur gesellschaftlichen Diskriminierung und Isolierung der jeweiligen Person führen, so wie es bei mir der Fall war und heute noch hinsichtlich meiner Forschungsarbeit ist.
Ist denn die Art von Diskriminierung, die du als Lady Betray erlebst, unbedingt Rassismus? Fragte mich tatsächlich eine Frau vor geraumer Zeit. Was ist es denn sonst? Ich wäre nicht zu Lady Betray geworden, wenn ich keinen türkischen, alevitischen, muslimischen Background hätte, antwortete ich. Wieder einmal hatte ich die Rolle der Erklärbär-Kanaken eingenommen. Gratis sozusagen. Du hattest vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass du, also du schreibst ja auch ein Buch von deiner Depression. Und die Depression kam zu einem Zeitpunkt, als du sehr erfolgreich, viel unterwegs warst und ja zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt hättest, Madonna zu treffen. Ja, und 2008, Sommer. Erzähl mal. Ja, und ich war, das war so die akute Phase. Ich hatte eine akute Depression, mittelschwere, also richtig krasse Angst-Panikattacken und richtig negative Schübe, so dass ich, also ich musste halt unter Betreuung, also nicht alleine, aber ich konnte nirgendwo hin. So. Und dann, ich kannte irgendwie so einen Typ von einer Plattenfirma und hat mich, er hatte irgendwie meine Nummer und dann hat er mir geschrieben, dass er, die war in Berlin, glaube ich, 2008. Und dass er Karten hat für sie, ne, Backstage, und dass er mit mir da hingehen würde. Das ist voll der toxische Typ, so. Aber ich fand das echt nett, dass er mich gefragt hat, weil er meint, ich wäre die einzige Person, mit der er da hingehen würde. Und ich so, ey, sorry, vielen Dank, aber ich bin krank. Und ich konnte nicht hin. Ja, und scheiße. Wenn du jetzt so im Nachhinein drüber nachdenkst, ist es so, oh, wäre es doch gegangen, wäre doch schön gewesen. Ja, oder klar, aber es war halt so, wie eine Depression halt an sich hat, so eine, ja, so eine wie ich hatte. Ich weiß nicht, jeder Mensch hat die andere oder spürt die Depression ja anders. Ging das nicht. Ich war einfach zu krank. Es ging nicht. Ich wollte, aber es ging nicht. Ich wollte ja auch Musik machen. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Und das habe ich dann akzeptiert. Und mal angenommen, du hättest Madonna getroffen, wie, also man malt sich ja sowas vielleicht auch aus, was wäre dann passiert, hättest du mit ihr gesprochen, wärst ja, du cool gewesen oder wärst du... Ja, ich würde, also auch wenn ich jetzt irgendwie Fan von Leuten bin, ich kann schon ziemlich cool sein. Also ich wäre schon ruhig geblieben und cool, aber ich würde gern mit ihr, also ich würde ihr klar voll die Fragen stellen, auch kritische Fragen, auch so... Ne, es geht ja in meinem Buch auch so im letzten Kapitel so über ihr, ich nenne es Strike a Pose, Madonna's Supremacy, ne, so, oder halt auch diese, also wo in einer Doku von 2016, glaube ich, ihre ehemaligen Tänzer, fand ich schockierend, alles Men of Color, Schwarze, Muslime, Gays, die sich halt so total vereinnahmt gefühlt haben und dann wieder fallen lassen, ja, ihre Beziehung überhaupt, also da haben ja auch schwarze FeministInnen in den USA, Bell Hooks, auch was dazu geschrieben und Kritik an Madonna geübt, so wie sie halt schwarze Kultur vereinnahmt. Also ich würde, also Zuckerbrot und Peitsche, ich würde ihr coole Sachen sagen, was sie, ne, bei Menschen wie mir bewirkt hat, auch im feministischen oder ermächtigenden Sinne. Ich würde ihr aber auch Kritik äußern. Gerade in der Doku und in dem letzten Teil, den du ja gleich noch lesen wirst, da geht es ja darum eben, dass sie quasi cultural appropriation mäßig sich die Sachen aneignet, ja, dann irgendwie das Leben und den Saft rauszieht und sich dann der Menschen wieder, der Menschen, genau, also nicht nur der Menschen, sondern auch allem, was da noch so dazugehört. Genau, genau, und nicht nur das, ich meine, es geht ja weiter, die hat auch schwarze Kinder adoptiert und so, aber was ich interessant finde, ist, es gibt diese, sie muss ja diese Kritik kennen, weil diese Kritik kam ja auch von schwarzen Feministinnen in den USA, also es kann nicht sein, dass Madonna diese Kritik an ihr nicht kennt, und sie hat sich noch nie dazu geäußert, das finde ich schon krass, so. Ich meine, sie hat sich auch ziemlich spät als Feministin geoutet. Ja, und auch die politische Debatte fing ja relativ spät an, wie du in deinem Buch schreibst, dass sie sich zu irgendwas stark politisch bekennt. Ja. Was meinst du, wieso ist das so? Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem, also um sie jetzt ein bisschen in Schutz zu nehmen, ein bisschen was mit dem Zeitgeist zu tun, weil wo ich klein war, haben MusikerInnen, waren nicht unbedingt, also die meisten waren nicht politisch. So, und Madonna war nicht für ihre Politik bekannt. Also klar, man kann sagen, das, was sie so, also sie hat ja was, sie hat ja trotzdem, Madonna ist ja trotzdem politisch, weil ihre Kunst ist ermächtigend, das, was sie als Frau sozusagen als Pionierin gemacht hat oder auch so, wie sie sozusagen sich mit dem Katholizismus in ihrer Musik auseinandergesetzt hat, das ist feministisch, keine Frage. Aber sie war jetzt nicht wie in
heutiger Zeit, heute fällst du auf, wenn du nicht politisch bist, ne? Wenn dich nicht mit Critical Race Theory beschäftigt hast, fällst du auf. Und so war das natürlich vor 30 Jahren nicht. So, ich glaube, das war so ein bisschen auch Folge des Zeitgeists, wo sich vielleicht so große Stars gedacht haben, ich mische mich da nicht so ein. Mhm. Ja, und wie nimmst du sie heute wahr? Ich finde es krass, sie ist ja wirklich so eine lebende Legende, ne? Also, dass sie noch lebt, ist ja einfach mal krass. Weil Michael Jackson lebt nicht mehr. Ja gut, aber die ist auch viel gesünder und macht Sport und trinkt keinen Alkohol. Ja klar, ich glaube, Michael Jackson hat bestimmt auch nicht ungesund gelebt. So, ne? Also okay, jetzt das vielleicht die Cocktails hier oder so. Also Drogen vielleicht, aber ich glaube nicht, dass er so von... Whatever, aber also es ist krass. Mhm. Also ich finde so, weil sie gehört auch noch zu den Stars, die wirklich so unerreichbar waren und sind. Ne? Weil heutzutage kann man ja Stars an der Ecke treffen, so, ne? Und sie ist halt so, dass sie noch lebt, finde ich krass. Und ich erlebe sie schon so im feministischen Sinne oder antirassistischen Sinne schon politischer als früher. Und auch so trotzdem immer, wie sie sich neu erfindet und auch immer wirklich was Innovatives sucht, so. Das finde ich schon cool. Aber hast du aber den Eindruck, dass sie noch relevant ist? Also unrelevant ist sie nicht. So. Also ich finde zum Beispiel, wenn es eine Madonna nicht gegeben hätte, würde es eine Lady Gaga nicht geben. Also sie ist wichtig, sie ist halt legendär. Sie hat halt in der Zeit, was sie, ne, bis heute macht, für einzigartig, denke ich. Sollen wir uns das Kapitel mal anschauen? Strike a Pose. Anschauen oder lesen? Doch, lesen gerne. Steht da 1,72 oder was steht da? Oder 1,27. Also, so viel hat da mein Buch gar nicht, so viele Dinge. Und bis wann? Bis 131. Okay, ich guck mal. Strike a Pose, Madonna's Supremacy. Große Stars wie Madonna prägen mit ihrer Kunst und ihrer Musik ganze Generationen von Fans und KünstlerInnen. Sie werden verehrt, ernst genommen und nachgeahmt. Ihre finanziellen Ressourcen und ihre Reichweite machen sie zu mächtigen PlayerInnen im Musikgeschäft. PlayerInnen brauchen wir nicht gendern, fällt mir gerade auf. Es ist deswegen besonders wichtig, sich mit ihrer Kunst kritisch auseinanderzusetzen, da in diesen kapitalistischen Zusammenhängen nie so klar ist, ob hinter den Botschaften, mit denen sie schmücken, ein authentisches oder nur ein kommerzielles Interesse steht. Und trotz meines Respekts und meiner Anerkennung für Madonnas Arbeit als Pionierin finde ich ihre Kunst im rassismuskritischen Sinne nicht ganz unproblematisch. Erste Zweifel befielen mich, als Madonna zwei schwarze Kinder aus Malawi adoptierte. Was auf den ersten Blick vielleicht als gute Tat erscheint. Es hat für mich irgendwie immer etwas von Aneignung, wenn große weiße Stars schwarze Kinder adoptieren. Und angesichts der Tatsache, dass Madonna sich von Anfang an schwarzer Musikkultur bedient und davon profitiert, finde ich diese Sache umso stranger. Um den kritischen Blick auf Madonnas kulturelle Aneignung auszuweiten, lohnt es sich, die Dokumentation Strike a Pose von Esther Gold und Rajah Swan aus dem Jahre 2016 anzuschauen. Dort berichten ehemalige Tänzer Madonnas, bis auf ein allesamt schwule Man of Color, über ihre Zusammenarbeit mit Madonna in den 90er Jahren. Sie berichten, wie Madonna Kontakt zu ihnen aufnahm, wie sie sich von zwei von ihnen das Musikvideo Vogue choreografieren ließ und sie für ihre spätere Blonde Ambition Tour, das war 1990, castete. Neben den Vorzügen, die mit dem Job als Madonna-Tänzer einherging, die Aufnahme in der glamourösen Welt des Showbusiness mit teuren Designerklamotten und freiem Eintritt in Clubs auf der ganzen Welt, erzählten die Männer auch von den Schattenseiten ihrer Zusammenarbeit mit ihr. In den Aussagen der Tänzer erscheint sie als kalte und rücksichtslose Geschäftsfrau. So hätte sie sich etwa im Zuge der AIDS-Welle der 90er Jahre die queere Identität dieser Männer für eigene Botschaften zu eigen gemacht, um Skandale zu provozieren und Aufmerksamkeit auf sich und ihre Musik zu lenken, um daran vermutlich ganz gut zu verdienen. Als bittere Ironie in der Geschichte hielten mehrere Tänzer ihre eigene HIV-Infizierung geheim, da sie fürchten mussten, gefeuert zu werden, wenn Madonna davon erfuhr. Ein anderer Tänzer beschreibt, wie er für eine Kussszene in Madonnas Film Truth or Dare zu einem Coming-out gezwungen wurde. Seine Anwände überging Madonna einfach. Hinter den Slogans Freedom and Express Yourself herrschte eine Atmosphäre der Unfreiheit und des Schweigens, berichtet ein anderer Tänzer mit muslimischem Background. Viele von ihnen wurden alkohol- und drogensüchtig, auf die Tourneen folgten Depressionen und auch
Materiell bekam sie von Madonnas Erfolgen nicht viel ab. Die Mutter eines schwarzen Künstlers erzählt, wie sie sich vom Job ihres Sohnes ein eigenes Haus versprochen hatte. Nun blieb ihr nur die Hoffnung, dass ihr Sohn erneut von Madonna engagiert würde. Denn viele der Tänzer berichten davon, dass ihre Karrieren, nachdem Madonna sie fallen ließ, nie wieder in Gang kamen. Entweder wurden sie dafür beneidet, bei der Queen of Pop getanzt zu haben, oder sie wurden aus Hass gegenüber Madonna abgelehnt. Diesen Hass auf Frauen, die sexualisierte Kunst machen, kenne ich ja zu gut. In diesem Fall trifft die Schuld wohl die heteronormative patriarchalische Gesellschaft und nicht Madonna, in Klammern. Strike a Pose erzählt auch davon, wie Madonna zu Beginn ihrer Karriere in den 80er Jahren bewusst den Kontakt zu marginalisierten Schwulen oder speziell zu schwarzen Underground-Szene in Harlem gesucht hat, um sich den Tanzstil des Voguings anzueignen. In der schwarzen homosexuellen Ballroom-Szene entstand der Tanz, der in Anlehnung an die Modezeitschrift Vogue benannt wurde. Er besteht im Wesentlichen aus linearen und rechtwinkligen Arm- und Beinbewegungen, die an die Posen und Körperhaltung von Models erinnern. Auch diese Geschichte zeugt von einer paradigmatischen Art von Phänomen der kulturellen Aneignung durch privilegierte weiße AkteurInnen, die sich People of Color und ihrer Kunst bedienen. Zu kommerziellen Zwecken ebenso wie zur Bestätigung ihrer Überlegenheit. Es geht dabei nicht um künstlerische Inspiration, wie ein weißer Typ mal bei einer Diskussion über Madonna eingeworfen hat. Künstlerische Inspiration ist es, wenn sich Madonna beispielsweise von Marilyn Monroes Diamonds Are the Girl's Best Friend Clip beeinflussen lässt. Supremacy ist, wenn sich Madonna als Weiße ganz offensichtlich an schwarzer Musikkultur bedient und dies nicht reflektiert oder diese Aneignung nicht dankend benennt. Dann ist es eine Form von White Supremacy, Madonnas White Supremacy, Word and Squirt. Du schreibst im Buch ja auch an manchen Stellen über den Stil von Madonna, den Modestil, der dich beeinflusst hat. Mhm. Was kannst du uns denn dazu sagen? Ja, ich habe ja auch einiges heute davon ich habe so angefangen, also sie hat ja wirklich legendäre Outfits. Ich habe jetzt erst neu wirklich dieses Korsett in Gold mit den Spitztüten. Dieses Gaultier. Mir anfertigen lassen, genau, von Jean-Paul Gaultier. Und genau, auch ihre, ne, diese so weiße Hemden, wo sie dann meistens eine schwarze Corsage drunter trägt. Mhm. Jetzt habe ich hier so einen Nadelstreifen. Sie hat, also, das habe ich heute zu Hause vergessen, sie hat eins, wo eine Lupe dran ist und ich habe so einen Spiegel dran eigentlich, aber das habe ich, wie gesagt, irgendwie zu Hause. Genau, und dann habe ich halt so eine Marlene Dietrich-Hose, was sie auch immer trägt und was sie auch immer macht, ist ja so, ihre Mieder über die Hose zu tragen. Das finde ich auch geil. So, und das finde ich total inspiriert. Ich habe auch einen Song geschrieben, was Madonna heißt. Und ich hatte es fertig geschrieben schon vor einem Jahr und dann ist ja dieses Jahr, also so ein halbes Jahr später haben dann so zwei Deutschrapper auch einen Song gemacht, Madonna. Echt? Und die meinen das, also die meinen das zwar so empowernd, die beschreiben so eine Madonna, also eine Frau, so eine selbstbestimmte Madonna, mhm, aber die beiden sind so voll die sexistischsten Rapper, die es gibt, so. Ja, aber mein Song muss ich nochmal bearbeiten, irgendwie finde ich meinen Song noch nicht so, also musikalisch noch nicht so on point. Genau, also ich finde Madonna total inspirierend. Und wenn du so in die Zukunft schaust, wo soll die Reise hingehen für dich? Siehst du dich weiterhin in Büchern? Siehst du dich an der Uni unterrichtend? Siehst du dich vielleicht auch auf Bühnen oder es geht alles? Also ich finde das immer bewundernswert, wenn Menschen sagen können, in 5 Jahren bin ich das und das und ich sehe mich da und da, weil das eine ist, was ich möchte und das andere ist, was ich in dieser Gesellschaft wirklich erreichen kann. So. Und es hat auch natürlich nichts mit Leistung zu tun, weil also gut sind wir alle, die so weit gekommen sind. Nur, also ich kann mir sowohl vorstellen, Wissenschaft zu machen, aber so unabhängig wie möglich. Ich kann mir aber auch vorstellen, ne, Bücher zu schreiben. Und ich bin halt aber auch Musikerin und Künstlerin. So, und ich will das, also keins davon möchte ich aufgeben. Und ich möchte mich auch nicht entscheiden müssen, wie es aber halt in Deutschland ist. Ne, weil
Es heißt zwar so, ja, Kunst wird großgeschrieben und Wissenschaft, Dichter und Denker. Ja, ich bin beides. Ich bin sowohl Dichterin und Denkerin sozusagen. Mhm. Aber ja, sieh dir mich an. Ich habe keinen festen Job. So, wie kommt das? So, deshalb, also ich kann mir viel wünschen, aber das, was ich im Endeffekt bekomme, hat was mit dieser Gesellschaft zu tun. Inwieweit die Gesellschaft sozusagen für Menschen wie mich, die ja off-color, Migrations-Background, schwarz, whatever, halt nicht den Konventionen entsprechen. Aber so, und das ist, finde ich, noch ein Manko. Also egal, wie offen wir sind, und da muss man auch nicht auf andere Länder zeigen, es ist total schwierig, als Künstlerin oder freidenkende Person in Deutschland zu überleben, wenn man Migrations-Background hat, wenn man Frau ist, wenn man schwarz ist oder whatever. Aber hast du den Eindruck, dass deine Diskussion zumindest schon mal in Bewegung ist? Oder stehen wir am Anfang oder haben wir noch gar nicht angefangen? Oder wie würdest du es beurteilen? Nee, es gibt schon mehr Diskussionen dazu als wie vor 15 Jahren zum Beispiel. Aber ich habe das Gefühl, so teilweise ist das einfach auch wie so ein Trend. Es wird konsumiert. Und jetzt, ne, seit George Floyd reden wir über Rassismus. Wir reden noch länger über Feminismus. Ne? Wir sind ja alle dritte Welle, intersektionelle FeministInnen. Aber die Inhalte, das wird irgendwie so konsumiert und auch so wirklich nur an der Oberfläche. Also ne, klar, einige Leute machen es tiefer. Und dann ist es, also ich hoffe, dass es keine oberflächliche Welle ist, die dann wegebbt irgendwann, wie so ein Trend. So, that it's here to stay. Genau. Ja, ich bin hier, um zu bleiben. Würde ich mal sagen. Yeah. Perfekter Abschluss. Express yourself. Lady Bitch Ray. Gerade noch. Cool. Oh, hier sitzen ja schon einige. Krass, oder? Ja. Vielen Dank, dass ihr sitzen geblieben seid. Trotz meiner krummen Fliege. Ich fand das ganz angenehm. Ich fand das, also ich darf vielleicht noch im Nachklapp sagen, das hat mir so einen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Echt cool. Und mich mit dir als Person zu befassen. deswegen danke dafür, für die Freude und die Ehre. Dankeschön. Ich kann euch nur sagen, geht sofort raus, kauft dieses Buch für die wenigen im Publikum, die es noch nicht haben. Wo ist das Buch denn? Na, direkt so, vorne da. Im Infostand. Da gehst du jetzt auch hin und signierst. Ja, aber nicht so lange, weil ich muss sofort losfahren. Es liegt dann nicht an euch. It's not you, it's the Deutsche Bahn. Danke, dass ihr da wart und nicht rausgelaufen seid. Nochmal vielen Dank an Lady Bitch Ray. Dankeschön.